Hallo, werte Yugi-Freunde. Ich bin Christian. Ich bin Robert. Und wir schauen uns heute die 10 besten Zombies an. Viel Spaß. Ja, starten wir mit unserer Nummer 1. Der gute alte Mizuki. Der hat folgenden Effekt. Du kannst diese Karte von deinem Friedhof verbannen und dann einen Zombie-Monster in deinem Friedhof wählen. Beschwöre das gewählte Ziel als Spezialbeschwörung. Ja, ich würde sagen, dieses Stufe 4 Monster mit 1700 Angriffspunkten gehört in so gut wie jedes Zombie-Deck. Ja, auf jeden Fall. Das ist nicht einmal pro Spielzug. Ja. Wenn man es richtig anstellt, kann man seinen Effekt auch 6-mal, 9-mal pro Spielzug benutzen. 6-mal habe ich tatsächlich selber schon mal geschafft. Ah, echt? Ja. Und, in welchem Deck? In einem Zombie-Deck. Oh, ja, okay, du hast ja nur das eine Zombie-Deck, stimmt schon. Ja, das ist ja so viele verschiedene Varianten gehabt, ja. Aber in einer älteren Version auch, ne? Genau, genau. Damals, als ich noch dieses Begräbnis aus einer anderen Dimension gespielt habe, damit kann man sich die Karte wieder zurück in den Friedhof legen. Richtig. Und da ist, der Mizuki wird dann halt schnell gerne mal sehr viel missbraucht. Richtig, aber auch in Decks, die zum Beispiel Licht verpflichtet haben, oder Zombie Sworn, wie es dann im Fachjargon fast schon heißt, genau. Fühlt er sich auch sehr gut zu Hause. Ja. So, dann haben wir jetzt eine von den Geisterschwestern, und zwar die beste natürlich davon, die Aschenblüte und Freudiger Frühling. Wenn eine Karte oder ein Effekt aktiviert wird, der oder die einen dieser Effekte enthält, Schnelleffekt, kannst diese Karte abwerfen, annulliere den Effekt. Und den Effekt, den der andere Effekt enthalten muss, ist entweder eine Karte vom Deck auf die Hand hinzufügen, eine Spezialbeschwörung vom Deck oder eine Karte vom Deck auf den Friedhof legen. Und du kannst diesen Effekt von Aschenblüte, Freudiger Frühling nur einmal pro Spielzug verwenden. Ja, ist eine super Handfalle, wie sie ja genannt wird. Ist ja keine Fallenkarte, aber ja, so heißen halt diese Handtraps, Handfallen. Und ja, sie kann halt im Grunde das meiste, was mit dem Deck irgendwie passiert oder vom Deck aus passiert, kann sie annullieren. Das ist ziemlich gut. Ja, ist ja auch einer der größten Teile der Effekte, die passieren, dass man sich etwas, ja, dass man eine von diesen drei Sachen dann genau, macht. Vom Deck hinzufügt, vom Deck auf Friedhof legt, vom Deck spezial beschwört. Genau, und auch zu Recht wird sie fast in jedem Deck gespielt. Ja, genau. Also die ist vom Platz her erlauben. Ja, so, und das ist Nummer 3, ist, ich glaube, eins der besten Zombie-Monster, die es gibt. Richtig, nämlich der Zombie des Gleichklangs kann folgendes. Du kannst ein offenes Monster auf dem Spielfeld wählen. Wirf eine Karte ab und falls du dies tust, erhöhe die Stufe des gewählten Ziels um 1. Du kannst ein offenes Monster auf dem Spielfeld wählen. Monster, die du kontrollierst, können für den Rest des Spielzugs nicht angreifen, außer Zombie-Monstern. Zusätzlich lege ein Zombie-Monster von deinem Deck auf den Friedhof und falls du dies tust, erhöhe die Stufe des gewählten Ziels um 1. Du kannst jeden Effekt von Zombie des Gleichklangs nur einmal pro Spielzug verwenden. Ja, ist ein Muss in jedem Zombie-Deck, würde ich fast schon sagen. Habe ich selber schon gespielt in Mayakashi zum Beispiel oder auch im Zombie-Deck. Genau. Ja, lässt uns erstmal eine Karte in den Friedhof legen. Ja, er kann seine eigene Stufe modulieren. Genau, weil er kann sich auch selber wählen, was halt sehr gut ist, wenn er halt alleine auf dem Feld ist. So kann er halt super irgendwelche Kombos anfangen. Richtig. Plus, er kann als zweiten Effekt nochmal ein irgendein beliebiges Monster vom Deck auf den Friedhof legen. Genau. Gerade wenn man anfängt, ist das mit dem Nicht-Angreifen-Dürfen außer Zombie-Monster relativ irrelevant. Und außerdem ist das, wenn man den in einem Zombie-Deck spielt, die meisten Monster eh Zombies. Außerdem. Ja, außerdem ist die Restriktion, dass man dann nur noch mit Zombie-Monstern angreifen kann, ja, irrelevant in Zombie-Deck selbst. Relativ nichtig. Vor allem, wenn man dann in Zombie-Welt spielt, dann wird eh alles zu Zombie. Ja. Also ist das dann relativ irrelevant. Genau. Ja, Platz 4. Das ist der endlich der goldene Lord. In unserem Skript falsch geschrieben. Ich muss das erwähnen. Ja. Entschuldigung. So, du kannst diese Karte und eine Zauberfalle von deiner Hand auf den Friedhof legen und dann eine Karte auf dem Spielfeld wählen. Lege sie auf den Friedhof. Falls sich diese Karte in deinem Friedhof befindet, du kannst eine Zauberfalle, den oder die du kontrollierst, auf den Friedhof legen. Füge diese Karte deiner Hand hinzu. Dann kannst du ein Zombie-Monster Spezialbeschwörung von deiner Hand beschwören. Und falls du dies tust, bis zum Ende des Spielzugs deines Gegners erhält es 1000 ATK und Death und kann nicht durch Karteneffekte zerstört werden. Du kannst jeden Effekt von Eldritch, der Goldene Lord, nur einmal pro Spielzug verwenden. Joa. Ja, ganz so viel zu dem habe ich nicht zu sagen. Ich habe ihn nämlich jetzt tatsächlich lange Zeit gar nicht gehabt. Ich habe mich auch für ihn relativ wenig interessiert. Also seine Zauber und Fallenkarten, die dazugehören, gehören halt zu seiner Kombo, zu dem Zauber und Fallen auf dem Friedhof legen halt dazu. Und die machen dann halt noch ein bisschen was. Aber so im Großen und Ganzen weiß ich gar nicht, wie gut er sonst in anderen Decks wird, außer in seinem eigenen Deck da, wo er dann gespielt wird. Ja, also ich habe zum Beispiel sogar schon eine Deckidee gehabt, wo ich ihn in Harpien spielen würde. Mhm. Da kann man dann die hysterische Party, nein, nicht die hysterische Party, die Zeichen der Hysterie, genau. Durch seinen eigenen Effekt dann vom Spielfeld auf den Friedhof legen, der dann sich dann im Inner Endphase triggert. Genau.
Wäre zum Beispiel dann ein Vorschlag von mir, wo ich ihn. Wäre an sich eine ganz witzige Idee. Richtig. Wen ich aber allerdings zu benutzen weiß, ist nämlich der Shiranui Solitär. Ist ein bisschen so der beste Freund eigentlich des Zombie, vom Zombie des Gleichklangs. Mhm. Nämlich wegen seinem folgenden Effekt. Du kannst ein Zombie-Monster als Tribut anbieten, meistens ihn selber. Beschwöre einen Zombie-Monster-Empfänger mit 0 Defense als Spezialbeschwörung von deinem Deck. Falls diese Karte verbannt wird, du kannst eins deiner verbannten Shiranui-Monster wählen, außer der Shiranui Solitär, oder stattdessen bis zu 2, falls Shiranui Stil-Synthese auf dem Spielfeld liegt, beschwöre sie als Spezialbeschwörung. Du kannst jeden Effekt von Shiranui Solitär nur einmal pro Spielzug verwenden. Ja, würde ich sagen, auch ein Must-Have in jedem Zombie-Deck. Genau, vor allem, um einfach den Zombie das Gleichklang zu holen. Richtig, aber auch im Shiranui-Deck selbst ist sehr, ja, viel gesehen. Ja, natürlich. So, der 6. Eintrag ist der gute, altbekannte Untergangskönig Balladruch. Wer dagegen mein Zombie-Deck gespielt hat, der weiß auf jeden Fall, wie sehr ich das Ding liebe. Ja. Und zwar, während der Standby-Phase, falls eine offene Karte in einer Spielfeldzone liegt und sich diese Karte in deinem Friedhof befindet, du kannst diese Karte als Spezialbeschwörung in die Verteidigungsposition beschwören. Du kannst diesen Effekt von Untergangskönig Balladruch nur einmal pro Spielzug verwenden. Einmal pro Kette, wenn der Effekt eines Zombie-Monsters außer Untergangskönig Balladruch aktiviert wird, außer während des Damage-Steps, als Schnelleffekt. Du kannst einen dieser Effekte ausführen, aber du kannst denselben Effekt von Untergangskönig Balladruch in diesem Spielzug nicht noch einmal ausführen. Also entweder kann man den Effekt annullieren, oder man kann ein Monster vom Spielfeld oder Friedhof verbannen. Und Friedhof ist tatsächlich von, ich glaube von der gegnerischen Seite, bin mir nicht ganz sicher. Ja, ich glaube wohl. In meinem Skript steht nur verbannen ein Monster vom Spielfeld oder Friedhof. Ja. die Karte funktioniert auch sehr gut mit unserer 7. Nominierung, nämlich die Vampirsaugerin. Ist ein Link-Monster, braucht 2 Zombie-Monster und kann folgendes. Falls ein oder mehr Monster als Tribut für eine Tributbeschwörung angeboten werden oder würden, kannst du ein oder mehr Zombie-Monster, die dein Gegner kontrolliert, als Tribut anbieten, obwohl du sie nicht kontrollierst. Du kannst jeden der folgenden Effekte von Vampirsaugerin nur einmal pro Spielzug verwenden. Der erste ist, du kannst ein Monster im Friedhof deines Gegners wählen, beschwörst als Spezialbeschwörung auf die Spielfeldseite deines Gegners in die Verteidigungsposition, aber es wird zum Typ Zombie. Der zweite Effekt, falls ein oder mehr Zombie-Monster als Spezialbeschwörung von einem beliebigen Friedhof beschworen werden, ziehe eine Karte. Und ja, und da haben wir dann auch wieder den Effekt mit Balladruch, ja, wenn der genau sich spezial beschwört, können wir auch direkt eine Karte durch Vampirsaugerin ziehen. Was ich so witzig finde, in dem Effekttext steht, das Monster, was du beim Gegner beschwörst, steht aber es wird zu einem Zombie-Monster. Ja. Warum aber? Für uns ist das gut, das heißt und. Ja. Und es wird zu einem Zombie-Monster. Dieses aber nix aber. Das aber ist das irgendwie so ein Nachteil, aber es ist überhaupt gar kein Nachteil. Richtig. So, dann haben wir als 8. Eintrag eine Karte, den guten Seuchen verbreitenden Zombie, der relativ bekannt wurde jetzt dadurch, dass der Halkifibrax dann bei uns gekommen ist. Vorher war der relativ wenig gesehen. Richtig, man muss auch dazu sagen, er ist ein Empfänger. Genau, er ist ein Zombie-Empfänger. Und sein Effekt sagt, du kannst eine Karte von deiner Hand auf das Deck zurücklegen, schwöre diese Karte als Spezialbeschwörung von deinem Friedhof. Und falls du dies tust, verbanne diese Karte, wenn sie das Spielfeld verlässt. Ich erinnere mich dann an ein schönes Deck von dir, wo du den Effekt in einer Runde, glaube ich, 4-mal benutzt hast oder 5-mal. Richtig. Einfach nur, weil du das Monster als Exis-Material verwendet hast. Ja, richtig. So wird er nicht verbannt. Du hast dir irgendwie mit einer anderen Karte immer eine Karte auf die Hand gesucht. Das war voll gemein. Das war sehr gemein. Das ist aber auch schon ein bisschen länger her. Und ja, seitdem hat er sein Gebiet, wo er verwendet wird, gewechselt. Mhm. Nämlich mittlerweile benutzt er ihn, um Hakifibrax einfach zu beschwören. Genau. Ja, was auch einfach zu beschwören ist, ist die aufblühende Blumenzwiebel. Nein, aufblühende Blüte. Verzeihung, die aufblühende Blüte. Falls diese Karte auf den Friedhof gelegt wird, du kannst diese Karte von deinem Friedhof verbannen. Füge deiner Hand ein Zombie-Monster Stufe 5 oder höher von deinem Deck hinzu. Oder falls Zombie-Welt in deiner Spielfeldzone liegt, kannst du stattdessen auch als Spezialbeschwörung von deinem Deck beschwören. Zusätzlich kannst du in beiden Fällen für den Rest des Spielzugs keine Monster als Spezialbeschwörung beschwören, außer Zombie-Monstern. Und du kannst diesen Effekt von aufblühender Blüte nur einmal pro Spielzug verwenden. Ja, die Karte lässt sich, wie gesagt, einfach auf den Friedhof legen oder ja, indem wir einfach normal beschwören und dann einfach mit dem Link-Kuribo. Genau, einfach eine Link-Beschwörung auf den Link-1-Monster machen. Genau, und schon können wir uns den Balladruch zum Beispiel, den hatten wir dann auch schon wieder, ne? Entweder spezial beschwören, wenn wir Zombie-Welt haben, oder auf die Hand holen oder auch irgendein anderes zu Stufe 5 oder höher genau. Zombie-Monster. Was ich auch sehr gut an der aufblühenden Blüte finde, ist, dass sie sich als Kosten vom Friedhof verbannt. Dadurch kann dann so Effekte wie Tal der Toten die Blüte gar nicht annullieren. Genau. Weil die sich nicht als Teil des Effektes verbannt, sondern sich als Kosten verbannt. Das finde ich ziemlich gut. Ja. Das heißt, du kriegst einen Effekt voll ins Gesicht. Ja.
Genau, und das ist eine schöne Überleitung zum letzten Eintrag, zwar das Gesicht des Todes. Grüße an dich, Dirk. Ich weiß, du liebst diese Karte. Und zwar, wenn diese Karte als Normalbeschwörung beschworen wird, mische alle aus dem Spiel entfernten Karten in die Decks ihrer Besitzer. Und dann weiter. Diese Karte erhält 100 ATK für jede dieser Karten. Das könnte viel werden. Und als letztes, wenn diese Karte aus dem Spiel entfernt wird, entfernen beide Spieler die obersten 5 Karten ihrer Decks aus dem Spiel. Ja, aus dem Spiel entfernt ist, glaube ich, noch ein relativ alter Kartentext. Ich weiß nicht, wann der letzte Druck von dieser Karte war. Mittlerweile heißt es ja Verbannt. Richtig. Und ja, die Karte ist nicht mal einmal pro Spielzug. Wenn man also mit einem Gesicht des Todes ein weiteres verbannt, dann verbannt die einfach nochmal 5 Karten. Und die ist mittlerweile wieder auf 3, ne? Die ist mittlerweile wieder auf 3, genau. Also wenn man leider, das Ding verbannt, könnte man tatsächlich also 15 Karten vom Verbannen vom eigenen Deck und vom gegnerischen Deck. So kann man dann halt schön viele Sachen machen, gerade so mit Metaphysisch oder Grenmaju. Genau, den Grenmaju kennen wir die ja ganz besonders durch Dirk, ne? Ja, genau, der böse, böse Dirk. Ja. So, wolltest du die verbotenen Karten vorlesen? Ja, ich fange jetzt an. Ich bin fertig. Ja, es gibt nämlich tatsächlich keine verbotenen Zombies. Also sind die Zombies alle sehr stark, aber nicht übertrieben. Richtig. Und genau so mögen wir eigentlich unsere Karten. Genau. Also, dann schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr noch so haben wolltet. Genau. Also mit mal mehr Material für eine zweite Liste haben wir bei Zombies noch nicht. Wenn ihr aber genug Material in den Kommentaren liefert, dann können wir auf jeden Fall noch einen zweiten Teil davon machen. Genau. Der dann irgendwann in den nächsten 2 Jahren oder so mal kommen könnte. Ja. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Auf Wiedersehen. Tschüss.